Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in Orga TV. Leider ist die EM jetzt zu Ende und die Realität hat uns wieder aufgeholt. Leider. Oh ja. Was hast du denn alles mitgenommen von der EM, Emma? Erzähl mal ein bisschen. Also ich habe bei der EM auch ein paar Fußballspiele geguckt. Ich habe auch wirklich geguckt. Ja. Und mir wurden Fußballregeln erklärt. Oh, was zum Beispiel? Naja, die ganz normalen Regeln halt. Abseits und so. Das heißt, du kannst mir jetzt erzählen, was Abseits ist. Habe ich das richtig verstanden? Was hast du so alles mitgenommen von der EM? Ich verstehe schon. Ich habe zwei Sachen mitgenommen. Eine gute Geschichte und einen gewissen Italiener. Ja, erzähl mal die Geschichte. Die Geschichte, also ich habe eine der Spiele mit einer Freundin zusammen angeschaut. Und Anfang des zweiten Halbzeits hat sie dann noch zusätzlich gemeint, wieso haben die zwei Mannschaften ihre Trikots ausgetauscht? Nein. Ja, genau. Das fand ich super witzig. Und und einen gewissen Italiener, das muss ich natürlich zeigen. Oh ja, zeig uns den Italiener. Genau, das habe ich noch mitgekommen. Oh, wer ist das wohl? Richtig gut. Ja, genau. Ihr könnt es ja bei Facebook schreiben, wer das war, ne? Ja. Genau, Deutschland ist ja rausgeflogen. Was hast du danach gemacht? Danach ist dein Interesse, glaube ich, auch ein bisschen weg gewesen. Ja, das Interesse war auf jeden Fall weg. Ich war sehr enttäuscht. Aber trotzdem, wir sind sehr weit gekommen. Und an dem Wochenende habe ich ja noch jemand ganz Besonderen getroffen. Wen denn? Den Richard Dawkins. Kennst du den? Nee, wer ist das? Das ist so ein ganz berühmter Mann. Den solltest du eigentlich kennen. Ich will jetzt nicht so weit raus... ausholen, ne? Ich habe dir aber einen Film mitgebracht. Ah, super, perfekt. Und den können wir uns jetzt angucken. Oh mein Gott, wisst ihr, wer das ist? Das war Richard Dawkins. Was, ihr wisst nicht, wer das ist? Guckt euch einen Beitrag an. Richard Dawkins wurde am 26. März 1941 in Nairobi geboren. Seine Eltern Clinton John Dawkins und Mary Jean Vivian Ladner waren sehr stolz auf ihn. Wir sind stolz auf unser Kind und sind davon überzeugt, dass es in seinem Leben erfolgreich sein wird. Seine Familie kehrte mit ihm 1949 zurück nach England, wo sie ursprünglich herkam. 1966 bekam er seinen Abschluss in Biologie und Zoologie an der Universität von Oxford. Ein Jahr später heiratete er die Autorin Marion Stamp, von der er sich nach 17 Jahren Ehe trennte. Einige Jahre lang unterrichtete er Zoologie an verschiedenen Universitäten. 2008 ging er in Rente. Dennoch befasste er sich weiter mit der Theorie der Evolutionsbiologie von Charles Darwin und schrieb auch einige Bücher zu diesem Thema. Sie haben in Ihrem Buch Das egoistische Gen den Begriff Mem eingeführt. Was kann man sich darunter vorstellen? Das Mem ist ein Bewusstseinsinhalt, der durch Kommunikation weitergegeben und damit vervielfältigt wird. Das ist analog zur Funktion des Gens, was körperliche Eigenschaften von Individuen durch Fortpflanzung bzw. Vererbung weitergibt. Einige Beispiele dafür sind Ideen, Überzeugungen oder Verhaltensweisen. Sie springen von Gehirn zu Gehirn durch einen Prozess, den man im weitesten Sinne als Imitation bezeichnen kann. Das ist analog zur Funktion des Gens, das körperliche Eigenschaften von Individuen durch Fortpflanzung bzw. Vererbung weitergibt. Ich habe gelesen, Sie sind ein Bright. Was ist denn das? Wie mein Freund Daniel Dennett einmal gesagt hat, ein Bright ist ein Mensch mit einem naturalistischen, anstatt eines übernatürlichen Weltbildes. Wir Brights glauben nicht an Geister oder Elfen, den Osterhasen oder Gott. Ich bin ein Bright. Sie sind wahrscheinlich auch ein Bright. Die meisten Leute, die ich kenne, sind Brights. Einige Leute im Parlament sind vielleicht auch versteckte Brights, nur sie geben es nicht in der Öffentlichkeit zu. Wir Brights behaupten nicht Bright im Sinne von intelligent zu sein. Genauso wenig wie die Schwulen behaupten gay im Sinne von heiter zu sein. Sie sind jetzt im Ruhestand. Was machen Sie in Ihrer Freizeit? Ich würde nicht behaupten, dass ich im Ruhestand bin. Ich habe mich nur von meiner Arbeit als Professor zurückgezogen, um weiterhin Bücher zu schreiben. Im Moment bin ich dabei, ein Buch zu schreiben, in dem ich Jugendliche davor warne, an irgendwelche nicht wissenschaftlichen Märchen zu glauben. Meiner Meinung nach ist es Zeitverschwendung, etwas zu glauben, das nicht existiert. Deswegen habe ich ja auch 2008 zusammen mit einigen Kollegen den Aufruf an die Menschen in London gestartet, damit aufzuhören, an Gott zu glauben und sich Sorgen zu machen und einfach das Leben genießen. Danke, Emma. Jetzt bin ich viel schlauer geworden.
Ja, ne? Der Tag hat sich gelohnt. Man wird alt wie eine Kuh und lernt immer noch dazu. Aha, so also. Was willst du damit sagen? Tja, du bist nicht mehr der Jüngste, ne? Ja, ja. zu Gast bei uns, Volkan Varol. Erstmal zu deiner Person. Du studierst BWL und arbeitest im Europa Atelier hier. Richtig, Ali. Das heißt aber nicht Europa Atelier, sondern Atelier Europa. Genau, das ist ein wesentlicher Unterschied. Ja, genau. Ah. Und was ist das Atelier Europa? Das Atelier Europa, kurz und knappig formuliert, ist eigentlich eine studentische Organisation, die sich eben dafür einsetzt, dass der Europaschwerpunkt hier auf der Universität gestärkt wird und forciert wird. Und wir arbeiten hierfür mit verschiedenen Lehrstühlen zusammen, gerade auch mit dem Europa-Institut und organisieren dafür verschiedene Tage, aber dazu kommen wir vielleicht später nach euren Fragen. Wie viele Mitarbeiter habt ihr eigentlich? Wir haben insgesamt 6 Mitarbeiter, die nicht ehrenamtlich sind, die werden mit einem HIWI-Vertrag C vergütet. Und dann haben wir noch die Dutzende ehrenamtliche Mitarbeiter, die sich bei uns engagieren wollen und die sich unheimlich gern für Europa interessieren. Okay. Und wie wird das Ganze finanziert? Das Ganze wird finanziert, also im Universitätsgesetz steht ja, dass eben die Kompensationsmittel, es gibt neben dem globalen Haushalt, das wir von der Landesregierung bekommen, gibt es auch den Kompensationsmitteltopf. Im Universitätsgesetz steht eben, dass diese Mittel dazu eingesetzt werden sollen, die Qualität und die Quantität der Lehre des Studiums zu verbessern und die Kultur. Und genau unser Bereich ist eben der Kultur. Wir sind kein wissenschaftlicher Verein, sondern eigentlich ein Verein, der sich darum bemüht, verschiedene Veranstaltungen zu machen, Europa den Menschen näher zu bringen. Mhm. Beispielsweise durch den Europatag etc. pp. Also wir bekommen unser Geld, kurz und knackig formuliert, vom Präsidium durch die Kompensationsmittel. Okay. Welche Projekte habt ihr dann bisher verwirklicht? Also wir haben jährlich ein großes Projekt, das ist der sogenannte Europatag. Es sind auch wirklich viele Studentinnen und Studenten da, nicht nur Studentinnen und Studenten, sondern auch viele Externe. Dazu zählen auch vor allem in der Landeshauptstadt die Europabeauftragten, beispielsweise Europe Direct. Das ist unser jährliches, ich sag mal, unser Sahnetörtchen sozusagen. Und dann veranstalten wir auch sogenannte internationale Tage für die Gastprofessoren. Also dieses Jahr hatten wir beispielsweise eine Gastprofession aus Ungarn da. Mhm. Und dafür haben wir einen Tag veranstaltet im Rathausfestsaal, das prompt voll war. Also ich denke mal 120 Leute waren da. Und genau so stellen wir uns das eigentlich auch vor. Mhm. Also können auch Studenten zu euch kommen und Projekte vorschlagen? Klar, wir sind ein offener Verein, die gerne mit anderen kommunizieren. Jeder Student oder jede Studentin kann natürlich unsere Sitzung besuchen, Ideen einbringen, wie man Europa verbessern kann. Nicht nur wissenschaftlich, sondern auch organisatorisch gegebenenfalls. Und eben bei sich bei uns einbringen. Das ist kein Thema. Ihr seid ja unsere Hidden Champion von dieser Woche. Das heißt, es ist sehr wichtig und sehr schön, aber recht unbekannt, trotz allem. Wie findet man euch dann? Kannst du uns das ein bisschen nah... Also wir sind, wir studieren ja alle und nach der Bologna-Reform haben wir halt wenig Zeit, überhaupt uns zu engagieren, tun es aber trotzdem im Atelier Europa. Der wesentliche Punkt ist, wir waren vorher besiedelt neben der Arbeitsagentur im Gebäude A42 müsste es sein. Jetzt sind wir im Präsidium, im Gebäude A23. Leider nicht transparent genug, aber wir arbeiten daran. Definitiv. Okay. Welche Projekte sind dann noch geplant? Projekte sind geplant, natürlich der 5. Europatag, der läuft nächstes Jahr an. Welches Land ist jetzt noch dran? Das ist zunächst mal der Europatag und nächstes Jahr kommt tatsächlich noch eine Gastprofessorin aus Litauen. Mhm. Kam mir zu Ohren und dafür werden wir auch einen Abend veranstalten und natürlich im Wintersemester gegebenenfalls verschiedene Fachvorträge halten lassen, also Experten einladen, die dann diskutieren über Eurobonds. Sehr, sehr interessant für BWLer, da lade ich wirklich alle BWLer ein und ja... Genau so sieht dann unser Thema, unser Schema aus für das nächste Jahr. Super, vielen Dank fürs Kommen. Kein Thema. Jetzt haben wir wieder was Neues gelernt. Ja, warst du schon mal auf dem Heilberg, auf dem Open Air? Nein, da war ich noch nicht auf dem Heilberg Open Air. Also Heilberg Open Air ist ja immer für die Schüler, die am letzten Schultag dann ein bisschen feiern wollen, wenn sie ihr Zeugnis kriegen. Und wir waren halt da und haben uns das mal angeguckt. Viel Spaß. Ich komme hier echt ins Schwitzen, also muss man schon sagen. Heilberg, habt ihr Bock? Also warum seid ihr hier auf dem Heilberg? Weil wir Lust hatten. Ja. Warum seid ihr hier auf dem Heilberg? Weil die hingegangen sind.
Warum seid ihr hingegangen? Keine Ahnung, was hier Musik gibt, wenn es cool ist. Ja, ist cool. Und wie war euer Zeugnis? Ich hab meinen Abschluss. So gut. Beschissen wie immer. Wie war denn euer Zeugnis? Sehr gut. Ja, sehr gut. Durchschnitt? 1,3. 1,4. Also und zwar würden wir gerne wissen, wieso ihr hier freie Umarmungen umteilt. Wir machen eine Projektwoche von der Schule aus. Und da durften sich verschiedene Leute in der Klasse zusammenfinden. Und ich habe mit einem Freund ganz schnell gedacht, alles klar, wir wollen Liebe verbreiten. Wie machen wir das am besten? So gegen die Entfremdung, gegen die Musterunterbrechung, dass so viele Leute einfach so blind aneinander vorbeilaufen. So, und um eigentlich zu zeigen, wir sind alle gar nicht so verschieden. Ja. Und am Montag in Neunkirchen, am Dienstag in Homburg, am Mittwoch in St. Louis, am Donnerstag in St. Wendel und heute hier halt. Als habt ihr ja eine ordentliche Woche hinter euch schon. Und mir das allgemein gut angenommen, oder? Sehr gut, sehr gut. Also man kann beobachten, dass viele Junge dabei sind, aber wir haben auch Anzugträger, sage ich jetzt mal, die von der Arbeit kommen und sagen, Mensch, genau das ist das, was ich jetzt brauche. Und zwar bin ich hier mit der Chantal und dem Hippie Niki. So, und ihr seid jetzt ja hierher gekommen und habt euch umarmen gelassen. Was war euer Intention, warum habt ihr das gemacht oder fanden sie einfach eine coole Idee? Ich finde es irgendwie, ist eine richtig coole Idee und ich finde, es macht Spaß. Ja. Coole Idee, habe ich selbst in der Stadt noch schon gebracht. Ich nehme alles, was frei ist. Lea. Hallo. Warum bist du hier auf dem Heilberg Open Air? Weil es gibt hier viele Musiker, die mir gut gefallen und ja, schönes Fest halt. Und du hast dich auch stylen lassen an dem Mädchen-Tourbus, habe ich gesehen. Ja. Und gefällt's dir? Ja, die haben das sehr gut gemacht. Es war zwar eine lange Wartezeit, aber es war schön. Und wie lange ging das insgesamt? Also hast du lange gesessen, als sie dich gestylt haben? Also das Warten betrug 3 Stunden und das andere war eine Sache von 20 Minuten. Auf wen freut ihr euch am meisten hier am Heilberg? Katja Candela! Und was ist euer Lieblingslied von Culture Candela? Wildes Ding. Wie war euer Zeugnis? Jetzt mal ehrlich. Geht so. Ich bin froh, dass ich versetzt bin. Ich habe keine 5. Mhm. Ich habe nur 5. Ja, jetzt euer Check mich überteilen. Und da freut ihr euch drüber? Nein. Nee, aber dass ich versetzt worden bin. Ja. Absolutely nice. Komm her. Damn. Jungs, das war nice. Dit war nice. Also.
Sieht ganz lustig aus. Wie war es denn für euch eigentlich, Emma? Also ich fand es richtig cool. Also normal ist es ja für Schüler, ne? Aber wir, da wir ja bei OrgaTV sind, durften Backstage. Und zwar, ich war mit der Elina und mit der Sandra und der Lisa, die jetzt an der Kamera hier stehen. Unsere zwei hübschen Kamerafrauen. Genau. Wir durften dann Backstage, wir haben die Stars getroffen, wir haben Roman Lob getroffen und Kalcha Candela, durften mit denen Interviews führen. Und Kalcha Candela hat uns da zur Aftershow-Party eingeladen. Richtig cool. Wir sind dann da hingegangen und dann, das Coolste war, das glaubst du mir nicht, ne? Es gab ein McDonald's-Buffet. Ah, perfekt. Die sind mit so riesen Taschen von McDonald's gekommen und da haben dann die Chicken McNuggets ausgepackt. Und oh, also sag doch sowas nicht, da bekomme ich ja direkt Hunger. Auf jeden Fall, wir haben es nicht geglaubt. Wir haben einfach gedacht, oh, das gibt's doch wohl nicht, dürfen wir jetzt essen? Ja, auf jeden Fall, wir haben die Stars gefragt, was deren Hidden Champions sind und wie sie sich auf die Auftritte vorbereiten und so weiter und so fort. Aber seht selbst. Also ich bin jetzt hier mit dem Roman Lob. Roman, inwiefern hat sich dein Leben nach dem Erfolg von Unser Star für Baku verändert? Also eigentlich, also bei mir jetzt im persönlichen Leben nicht so viel. Ich bin immer noch derselbe. Natürlich ist man viel unterwegs, man ist viel auf der Straße, Radiosender abklappern, von A bis Z, viel live spielen, aber das wollte ich ja und das gefällt mir sehr gut. Und das Thema von unserem Semester dieses Jahr ist Hidden Champion. Und zwar ist das eine Sache, Person oder irgendwas, was halt noch nicht so bekannt ist, aber was du halt zum Beispiel cool findest. Hast du auch einen Hidden Champion? Auf jeden Fall. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist ein Kumpel von mir. Ich habe jetzt ein, zwei Mal mit ihm auch schon gespielt, vor der ganzen Unser Star für Baku Sache. Das ist der Simon. Bei Facebook kann man den abchecken, einfach Simon mit einem Ausrufezeichen anstatt das I. Und er macht sehr, sehr coole deutsche Musik, schreibt super Texte, unplugged mit seiner Akustikgitarre. Also kann ich jedem empfehlen. Cool, dann danke und dir noch einen schönen Tag. Danke sehr. Und zwar sind wir jetzt hier mit zwei Mitgliedern von Kalcha Candela. Und ihr habt jetzt erst gleich euren Auftritt. Und zwar wollten wir gerne wissen, ob ihr ein besonderes Ritual habt, wie ihr euch darauf vorbereitet. Wir singen uns auf jeden Fall ein, ziehen uns um und trinken ein sauberes Getränk, 7 Jahre alt aus Zuckerrohr und gehen auf die Bühne und feiern mit euch. Ja, cool, da freuen wir uns drauf. Und das Motto von unserer Sendung dieses Jahr ist Hidden Champion. Das sind Sachen, Personen, Dinge, die halt noch relativ unbekannt sind, aber die ihr halt ziemlich cool findet. Habt ihr da irgendeinen Hidden Champion? Du meinst Dinge oder Künstler oder sowas, irgendwas? Sachen, Dinge, Personen, die halt für euch, die ihr cool findet, aber noch unbekannt sind. Finde ich eine sehr gute Kategorie. Hidden Champion ist vielleicht so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob es unbekannt ist, aber ich habe es noch nicht so oft gesehen, ist es dieses Oldschool-Telefon, was man ins iPhone steckt. Ist es noch ein Hidden Champion oder nicht mehr? Ja, also hier gibt es noch nicht so oft. Und hast du noch einen? Ich hab mir letztens so ein Teil gekauft, ich wollte Spargeln machen und ich hatte keinen Bock, dich zu schälen. Dann habe ich so ein Teil gekauft, das machst du an den Teil irgendwie so fest und dann schiebst du den Spargel durch und dann kommt der geschält raus. Cool, was es alles gibt. Ja, cool, dann vielen Dank und noch einen coolen Auftritt. Dankeschön. Dankeschön. Meine Damen und Herren, zu Gast bei uns ist Bernd Eichenseher und... Wie heißt du nochmal, mein Junge? Wir sind bei dem Master Richard Pfeiffer von der ASTA. Er ist in der Referat für politische Bildung vorgestellt. Sie werden heute uns die Geschehnisse aus Ihrer Sicht von der HTW erzählen. Vorher sehen wir aber einen Beitrag darüber. Neben mir sitzt Jens Breuer von der HTW. Seid ihr eigentlich jetzt schon in der ASTA oder? Ja, okay, die Frage ist so einfach nicht zu beantworten. Regulär gewählt sind wir. Es ist jetzt allerdings momentan so, dass die Hochschulleitung den Stupa-Beschluss beanstandet hat. Also wir haben am 6.6. in einer Stupa-Sitzung ein konstruktives Misstrauensvotum gegen unseren alten Aster gestellt. Das bedeutet, wir wählen den ab und im Gegenzug sagen wir halt auch, okay, hier sind halt jetzt die neuen Kandidaten und und das Misstrauensvotum war erfolgreich. Also der alte Aster ist damit abgewählt und
Jetzt ist es nur so, die Hochschulleitung hat jetzt diesen Beschluss beanstandet. Und was hat das eigentlich mit der Tür und dem Schloss auf sich? Kannst du uns das ein bisschen erklären? Anscheinend hat sich die Polizei noch mit eingeschaltet. Ja, also wir waren dann am 11.06. war das, glaube ich, 11.11. Montag, also der Montag nach dem 6. wollten wir dann unser Amt also antreten, also mal einen Geschäftsbetrieb aufnehmen, weil wir waren ja regulär gewählt und sind dann halt ins Asta-Büro. Die Mitarbeiterin, die Nicole, die wir alle sehr, sehr mögen, war halt zu dem Zeitpunkt gerade da, hat das Büro aufgesperrt und wir haben dann direkt mal angefangen zu gucken, ja okay, was ist denn, also was läuft denn hier so, wie ist denn hier so der reguläre Geschäftsbetrieb? Ich meine, ich für meinen Teil habe halt nie Asta gemacht, weiß halt auch nicht so genau, was da jetzt halt zu machen ist. Und ja, und dann kam halt einer vom alten Asta, den haben wir dann zuerst mal gefragt, wie es halt aussieht. Hier haben dem halt das Protokoll gezeigt von unserer Sitzung, dem Misstrauensvotum, und haben halt gebeten, uns seinen Schlüssel auszuhändigen. Also normalerweise ist das halt auch gang und gäbe, da gibt es halt ein Protokoll und das ist quasi... Welche Aussichten gibt es denn für die Zukunft? Naja, also die aktuelle Aussicht ist so, dass am Samstag hatte ich Post im Briefkasten von der Hochschulleitung. Und man hat mir da den, wir haben so geschrieben, den Widerruf, nee, die Androhung des Widerrufs der Immatrikulation. Die Gegenseite war für ein Interview leider nicht zu begeistern. Jedoch bleibt OrgaTV für euch am Ball und berichtet wieder, sobald es neue Ergebnisse gibt. Also ihr seid ja jetzt im neuen Asta, der aber nicht im Amt ist. Woran liegt denn das? Also der Beschluss, der in der Studierendenparlamentssitzung beschlossen wurde, also mit konstruktivem Misstrauensvotum sind wir zum Asta gewählt worden, der wurde von der Hochschulleitung in ihrer Funktion als Rechtsaufsicht wieder aufgehoben. Also wir vermuten dahinter eben, weil man versucht, uns die Unterlagen nicht einsehen zu lassen in der Asta. Wir versuchen da auch einen Fall aufzuklären über den Veruntreuungsverdacht des abgewählten Astas. Genau, darum geht es ja auch. Genau. Ihr werft ja den alten Asta Veruntreuung von 50.000 Euro vor. Ja. Das sind ja ganz ernste Beschuldigungen. Könnt ihr das auch beweisen? Also wir haben ziemlich viele Unterlagen gesichtet, also an die wir rangekommen sind, also zum Beispiel Stupa-Protokolle. Wir haben hier zum Beispiel ein Stupa-Protokoll vorliegen. Was man hier sieht, ist vom 9.10.2009, das war 9 Tage nach der Amtszeit dieses Stupas, die den Beschluss gefasst haben. Es waren nur 5 Mitglieder von 17 anwesend und von diesen waren auch noch, also bei dem Beschluss sind dann noch E-Mail-Vollmachten vergeben worden, mit denen dann dieser Beschluss einfach durchgewinkt wurde. Und das Verrückte daran ist eben, dass ein jetziges Asta-Mitglied eben dort die Sitzungsleitung auch hatte und seiner Firma, in der er eigentlich beteiligt ist, auch eben diese 50.000 Euro dann zugute gekommen sind. Mhm. Und okay. Das ist, wir konnten bis den Zahlungsvorgang konnten wir nicht belegen, deswegen haben wir versucht auch eben die Unterlagen eben sichten zu dürfen. Also. Und wie hat die Universitätsleitung auf die ganze Geschichte reagiert? Also wer hat sich sonst alles noch eingeschaltet? Also wir sind dann am Montag nach dieser Asta-Wahl sind wir in das Asta-Büro, haben dann halt eine ganz normale Amtsübergabe gemacht. Ich bin da als Gast mit dabei gewesen, weil ich auf der Sitzung als Sachverständiger geladen war. Und dann haben die einfach mal die Polizei gerufen. Ohne ein Wort, ohne eine Rückfrage. Die haben auch das Protokoll nicht angefordert. Die haben nicht gefragt, warum seid ihr neuer Asta? Die haben einfach Polizei gerufen, 3 Streifenwagen. Die sind dann gekommen, die haben erzählt gekriegt, sie müssten unsere Taschen beschlagnahmen, unsere Laptops beschlagnahmen, uns durchsuchen. Und uns wurde vorgeworfen, dass wir da Hausfriedensbruch begangen hätten, Amtsanmaßung und was haben wir uns noch vorgeworfen? Nötigung und ja. Und wir hätten illegal Daten entwenden versucht und so Sachen. Und dann kam dann halt irgendwann ein Oberkriminaldirektor hinzu und der hat die Sache dann geklärt. Die Streifenpolizisten auch mal informiert, dass sie das gar nicht dürfen. Und dann hat sich die Sache langsam geklärt in Richtung, es ist dann doch nicht so illegal, was wir da tun, sondern es ist ein gewählter Asta und die Hochschulleitung hat schnell geschossen. Okay. Und aber zurzeit sind ja noch die alten Astanten jetzt im Amt. Was ist denn da schiefgegangen in dem Fall? Also wie gesagt, die Hochschulleitung hat in ihrer Funktion als Rechtsaufsicht erstmal Fakten geschaffen. Die sind hergegangen und gesagt, ihr seid nicht der legitime Asta und jetzt muss das erst ein Gericht klären, ob wir jetzt der legitime Asta sind, ob das jetzt halt, wie gesagt, nach der Satzung konform war. Wir haben uns extra einen Anwalt zum Beispiel hinzugezogen, schon während dieser ganzen Geschichte, der hat gesagt, das ist alles legitim und passt. Aber wie gesagt, die Hochschulleitung behauptet da das Gegenteil. Okay, gibt es schon Fortschritte? Also
Ja, Fortschritte, es ist immer schwierig vor Gericht. Das, ja, Fortschritte gibt es schon. Also die, wir haben Anzeigen diesbezüglich auch geschaltet, wir haben Dienstaufsichtsbeschwerden geschrieben und so weiter und so fort. Die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt auch, das stand ja auch in der Presse. Und wir werden halt sehen, was da rauskommt. Staatsanwalt braucht halt noch ein paar Wochen, also es hieß 3 Wochen mindestens. Also kann man schon als Fortschritt werten, denke ich, dass man immerhin die Staatsanwaltschaft ermittelt. Wir haben es ja auch schon im Beitrag gesehen. Ja. Es hieß ja tatsächlich, du, Richard, darfst jetzt nicht mehr in die HTW. Das ist richtig. Mir wurde ein Hausverbot ausgesprochen. Das ist auch von meinem Anwalt inzwischen beanstandet worden, der da gegen Klage erheben will, wenn sie das nicht wieder aufheben. Begründung war ziemlich lächerlich, weil die Wahl des Asta nicht legitim gewesen sei und ich in diesem Büro war. Nun haben sie diesen Wahl erst am Tag darauf beanstandet. Also die versuchen irgendwie, dass ich hätte in die Zukunft schauen müssen. Hm. Kann ich leider nicht. Und die andere Sache ist, ich war in einem Büro. Da ist jetzt nichts Böses dran. Da hat man aber behauptet, es sei Gewalt gewesen. Da steht wirklich in diesem Schreiben für das Hausverbot drin, ich hatte Gewalt ausgeübt. Also so wie jetzt gerade. Ah ja. Was ist mit dir? Also du hast aber kein Hausverbot bekommen. Ihr wart ja zusammen also, dort. Irgendwas kann da ja nicht stimmen. Alle anwesenden Studenten, egal ob, die haben gar nicht gefragt, wer jetzt da zur Asta gehört oder wer nicht. Also auch, es waren auch 2 Studenten zum Beispiel anwesend, die einfach nur zufällig da waren. Die wurden jetzt alle mit einer Exmatrikulationsandrohung versehen. Also ich habe auch eine Exmatrikulationsandrohung bekommen. Und ja, da hat man uns halt darauf hingewiesen, dass wir illegal einen Raum besetzt hätten und das Gleiche, was eigentlich auch in dieser Geschichte drin stand. Ja, sehr spannend. Unglaublich. Total verrückt. Eine ganz andere Frage. Wie haben denn die Studierenden darauf reagiert? Als wir bei euch waren, um den Beitrag zu drehen, haben wir noch mit ein paar Studenten gesprochen. Sie kriegen das einfach nicht so richtig mit, habe ich das Gefühl. Das heißt, sie wissen, irgendwas stimmt da nicht. Mhm. Es läuft nicht, wie es laufen soll, aber so richtig was los ist, wissen die auch nicht. Genau, das Problem ist, das ist ein sehr komplexer Fall. Den hier zu erklären, ist ganz schwierig. Der zieht sich ja, also es gab 2010, 2011 zum Beispiel überhaupt keine Stupa an der HTW. Die hat man einfach abgeschafft. Also ne, einfach mal so die Stupa-Wahlen ausgesetzt, dann hat eben diese Probleme, haben dann erst angefangen. Und wenn man das alles erklären will, das ist so kompliziert, dass man es kaum transportieren kann. Also die Dienstaufsichtsbeschwerde zum Beispiel, die geschrieben haben, die hat 14 Seiten oder sogar noch mehr, ich weiß gar nicht mehr. Und wir haben mittlerweile 3 Dienstaufsichtsbeschwerden, wenn man die Seiten zusammenzählt, dann kommen wir da auf 30 Seiten. Oder die Anzeige, die hat, ich war 3 Tage lang in der Zeugenvernehmung für die Anzeige. Also das ist so ein komplizierter Fall, das kann man sich echt nicht vorstellen. Hm. Also es gibt da auch noch einige Problemfälle, mehr als nur diese 50.000 Euro. Wir haben aber durchaus Unterstützung von Studierenten. Beispielsweise für das Manifest für Demokratie und Transparenz an der HTW haben wir 400 Unterschriften bekommen. Also da ist durchaus Feedback da von Leuten. Das war in kurzer Zeit, ist dann an die Staatskanzlei gegangen. Und es ist halt mit den Mitteln in einer Hochschulgruppe schwierig, viel Leute zu erreichen. Es sind halt über 4.000 Studierende dort, über 5.000 inzwischen. Ja. Und die zu erreichen mit einer kleinen Gruppe Leute ist halt schwierig. Aber es geht langsam voran. Also der Beitrag heute wird hoffentlich helfen. Das hoffe ich auch. Und dazu kommt ja auch noch, dass das massiver Druck ist, der auf die Studenten wirkt. Also die, die da vorne stehen, wie gesagt, da wird nicht lang gefackelt. Also es gibt auch von mir, der Prorektor hat jetzt am Montag zum Beispiel über mich eine Mail an die ganze Hochschulöffentlichkeit geschrieben, indem er mich offen angreift und so. Also da passieren da ganz merkwürdige Dinge und das tut sich ja eigentlich kein Student freiwillig an, muss man schon leider sagen. Und deswegen, es gibt auch viele Fälle, die aus psychischen Gründen schon zurückgetreten sind. Also bei uns, wir haben einen Stupa-Präsidentschaftssterben, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also es ist total verrückt, wenn man das mal so betrachtet. Aber wir hoffen halt, das jetzt durchzustehen. Wir haben jetzt, wie gesagt, die rechtlichen Schritte. Das ist die einzige Sache, die wir noch gesehen haben. Wir haben 7 Versuche gestartet, das ohne Öffentlichkeit hinzubekommen. Und jetzt hat, wie gesagt, die Polizei haben nicht wir gerufen, die hat der Kornitz gerufen. Und deswegen ist jetzt die Öffentlichkeit auch so entstanden. Das muss man ja auch sagen. Ja. Es ist ja nicht so, dass ihr dann direkt einen Krawall gemacht habt, sondern ihr habt tatsächlich versucht, erstmal. Wir haben 7 Versuche gestartet. Wir haben Fragen gestellt, die wurden nicht beantwortet. Dann gab es einen Untersuchungsausschuss, den wir in der Stupa eingerichtet hatten. Dann hat der Herr Kornitz den Stupa-Ausschuss einfach mal aufgelöst mit ganz merkwürdigen Begründungen. Wir wollten dann Quittungen einsehen mit dem Kassenprüfungsausschuss. Dann hat er gesagt, wir dürfen ab jetzt keine Quittungen mehr einsehen, die älter sind wie Oktober 2011. Also die ganzen interessanten Quittungen durften wir plötzlich nicht mehr einsehen. Also das ist total irre, was da passiert. Kann man sich kaum vorstellen eigentlich. Ich hoffe, wir können in einer anderen Sendung auch ein bisschen länger darüber reden. Das wäre schön. Und wir hoffen natürlich auch, dass die andere Seite mit dabei ist. Gerne. Wir haben sie schon eingeladen. Leider konnten sie oder wollten sie jetzt nicht kommen. Mhm. Wir danken euch schon mal, gerne, dass ihr da wart. Und ich hoffe, es ist eine Hilfe und das wird so schnell wie möglich auch gelöst. Drückt uns die Daumen. Das wird schon. Letztes, was Erfreuliches natürlich. Die EM ist zu Ende. Ja, erfreulich.
Da seid ihr wahrscheinlich froh, dann gehen die Interessen auch ein bisschen auf andere Seiten. Ne? Also es ist noch Sommerloch, aber jetzt weniger fixiert auf die EM. Wir hoffen, dass die Leute jetzt sich sowas anschauen. Ja. Toi, toi, toi. Alles klar, Dankeschön. Danke jetzt fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder. Nächsten Mittwoch, einschalten. Tschüss. Ciao.